Ja, hallo und herzlich willkommen bei Brado und Matthias. Schön, dass ihr alle einschaltet. Heute zu einem ganz einem tollen Video. Und zwar haben wir einen Vergleich zwischen dem guten alten Darth Vader Helm, den es für 69,99 gibt mit 834 Teilen, also mehr als doppelt so viele Teilen als der Batman-Kopf. Und der Batman-Kopf kostet 59,99, ist beide Sets sind ab 26. April im Handel erhältlich. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, wir sind beide heute hier und können sie schön vergleichen. Also, wir schauen uns das Ganze an. Der Batman kostet 10 Euro weniger, dafür hat er nur die Hälfte der Teile. Von der Verpackung her könnte man es ein bisschen vermuten, dass das doch ein bisschen ein preislicher Unterschied ist. Also, aber der, ja, 10 Euro Preis, aber nicht die doppelten Teile vielleicht. Aber wie gesagt, der Federkarton. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, schaut auf meinen Videos auf brickbrother.at auf dem Kanal. Da haben wir zu beiden ein kleines Unboxing, also wie wir es aufmachen, ein kleines Fazit und wie wir es zusammenbauen. So, wir schauen uns jetzt einmal die Sets an. Und zwar so, dass man die zwei Figuren noch sieht. Eine könnte das Ding da verstellen. Ach, das ist eine tolle Idee. Ja? Na, so. Oder nicht. Also, beide kommen mit Anleitungen, die ähnlich groß sind. Das ist einmal ziemlich interessant. Wesentliche Unterschiede gibt es dann nicht. Ihr baut beim Bauen grundsätzlich einmal die Basis. Dann sollte man richtig trennen. Ihr baut am Beginn die Basis, dann geht es langsam hinauf. Ihr fangt an und baut es weiter mit dem Sockel und dann diese Innenstruktur. Das ist dann, und dann platziert sie einfach rundherum diese Platten, was halt diese Formen aufbaut. Ihr merkt es gewaltig vom Gewicht mit dem Preis. Der Darth Vader ist erheblich schwerer als der Batman, der wirklich ultra leichtbar ist. Er hat halt auch so große Formteile. Hier ist das ganze Teil und ich schau mal, ob man das da reinhalten kann und setzt das da schön. Und das gleiche, ähnliche beim Darth Vader, der hat anstatt diesen ganzen Formteilen natürlich alles in Einzelteilen und damit die Maske schön in Form kommt. Ja, was sind sonst noch die großen Unterschiede? Der ist 20 cm groß, 14 cm breit und 15 cm tief und der ist 22 cm hoch. Leute, achtet auf die Ohren, da erkennst du ja doch, dass der wesentlich größer ist. Und der Typ da kommt mit 10x10, also der Rest ist dann 10x10, während der Höhe 22 ist und der hat dann ein bisschen andere Maße. Grundsätzlich hat der ein tolles Play-Feature, ihr könnt seine Ohren wackeln. Weiß nicht, ob das als Play-Feature zählt, aber ihr könnt es da halt leicht herumtun. Das ist zumindest cool, weil dann könnt ihr dann auf der Seite besser reinschauen, also er hat zumindest, aber das ist halt cool. Und die Mehrteile könnten halt auch viele in dem Bereich stecken, wenn du es mit dem vergleichst. Der hat diese Umrandung nicht. Der Kopf, die Maske hat halt da, der gar keine Maske, der Batman, und der da hat da unendlich Details da drinnen. Diese beiden Platten, also bei beiden Sets, sind gedruckt, aber der Darth Vader hat vier Sticker. Der erste ist da unten, dann beim Kinn, dann hat er bei der Maske vorne diese beiden Sticker und dann hat er die Nase, ist noch ein Sticker. Das ist alles, was da als Sticker oder bedruckt ist. Wie gesagt, wenn ihr Star Wars Fan seid, denke ich, ist es ziemlich klar, ihr kauft es unter Federn. Auch wenn er dann 10 Euro teurer ist, bekommt es mehr als doppelt so viele Teile. Und den Batman, glaube ich, kauft es eher nur, wenn ihr sowieso alle diese Sets sammeln wollt. Oder wenn ihr halt der unglaubliche Batman-Fan seid und ihr wollt euch die unbedingt reinstellen. Ich finde es vom Preis-Leistung sicher dann vielleicht cooler, auch vom Gewicht. Also das merkst du halt einfach. Du hast einen Sockel, kannst als Briefbeschwerer verwenden. Wenn du einen Brief unten reinlegst und der winkelt, der fliegt dir davon. Und ja, sonst, der hat noch einen transparenten Sockel, wie sie da unten setzt mit den Teilen. So halb transparent halt, dass ihr reinsehen könnt und dann drinnen die Struktur ein bisschen sehen könnt. Ja, die Augen sind halt in weiß, der hat alles da in schwarz, wie der klassische Darth Vader. Ich halte euch noch mal ein. Man muss dazu sagen, er hat so einen Winkel, ich weiß nicht, ob ich den jetzt bei der Kamera zusammenbekomme, aber da auf der Seite, dass ihr die bunten Teile seht. Und das ist das, was mir ein bisschen stört, weil ich habe kein Problem damit, dass innen alles bunt ist, wenn es dem Bauen hilft und es nicht stört. Wo ich ein Problem habe, ist, wenn ihr da bunt baut innen und dann schaut irgendwo was raus. Und das hat links und rechts diese Stelle, da setzt was rein, abgesehen von unten halt, aber unten ist eh wurscht. Und das stört mich schon.
das sollte, finde ich, nett sein. Vor allem, wir reden beim 18-Plus-Set. Dann haben wir noch Sticker dabei und wir zahlen eh schon einen Haufen Preis. Und ja, sonst, ja, das ist meine Meinung zu den zwei Sets. Mein klarer Favorit ist er. Er kommt auch am meisten, dieses Feeling, vielleicht von der ganzen Form her, auf von diesen Figuren wie dem Yoda und so, wenn ihr die mal baut habt. Und er ist halt, ja, ein bisschen kleiner und ich finde den Preis dann doch ein bisschen hoch, wenn es das mit dem vergleicht. Wie gesagt, für Batman-Fan wird der Darth Vader halt wenig hergeben und für einen Batman, für einen Darth Vader, ja, und umgekehrt, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ihr dieses UFO da gerade seht, das ist, weil ich schlau war und ich hoffe, ich störe euch nicht so sehr. Ja, da sind sie. Wir drehen sie dann noch einmal schön. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dann sehen wir beim nächsten Mal wieder. Ich versuche da Brick Bradomat ein bisschen aufzubauen, oder Brick Bradomat, könnt ihr es nennen, wie ihr wollt. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Ganze. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Bradomat. Ciao.